Herzlich willkommen zurück bei der Aktionär TV. Bei uns geht's jetzt direkt weiter mit dem Chartcheck. Widerstand, Unterstützung, Trendkanal, die technische Situation der spannendsten Aktien und Indizes. Der Chartcheck jetzt bei der Aktionär TV. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Chartcheck. Mein Experte ist heute Markus Hornrich vom Anlegermagazin Der Aktionär. Hornrich, schön, dass Sie bei mir sind. Hallo, Frau Oltershoff. Schauen wir erstmal auf den DAX. Ich hatte ja schon so ein bisschen die Marke von 8000 Punkten im Visier. Jetzt hat der DAX doch einen kleinen Rücksetzer wieder erstmal hingelegt. Wie geht's da weiter beim DAX? Ja, von der technischen Situation her hat sich jetzt nicht besonders viel geändert im Vergleich zur Vorwoche. Wenn man sich den langfristigen Chart anschaut, wir sind nach wie vor über der 7600-Punkte-Marke. Das ist eigentlich letzten Endes die entscheidende Marke, die nicht mehr nach unten durchbrochen werden sollte. Die von Ihnen angesprochene, ja, dieser kleine Rücksetzer ist jetzt nicht so entscheidend, weil wir nach wie vor auf relativ hohem Niveau konsolidieren. Diese grundsätzlich aufwärtsgerichtete Tendenz ist nach wie vor intakt. Letzten Endes, wie gesagt, solange es nicht unter 7,6 geht, ist alles in Ordnung. Wir bräuchten natürlich ein neues Hoch. Ist, glaube ich, bei 7,871 Punkten mehr, hätten wir ein neues Jahreshoch oder ein neues Verlaufshoch. Und ich denke, dass wir dann in den nächsten Wochen die 8.150 Punkte Marke anvisieren. Ich glaube nicht, dass es noch besonders lange dauert. Markus Hornrich ist also optimistisch, trotz des kleinen Rücksetzers beim DAX, muss die Marke von 7600 Punkten halten und dann ist der Weg auch frei Richtung 8000 Punkte. Wir machen mal weiter mit dem Chart von Dialog Semiconductor. Was sagt denn hier das Chartbild? Ja, Dialog ist eigentlich eine der eher schwachen Aktien in den letzten Monaten. Wir haben grundsätzlich eine große Konsolidierungsformation in Form eines großen Dreiecks, wenn man die langfristige Historie heranzieht. Und momentan sieht es so aus, als ob hier dieser untere Bereich angegriffen wird und brechen wir hier nach unten durch. Glaube ich, dass der Verkaufsdruck doch deutlich zunehmen wird. Wir haben natürlich noch bei 12,40 etwa eine solide horizontale Unterstützung. Solange diese hält, gemeinsam mit diesem Aufwärtstrend, ist alles in Ordnung. Für spekulative Naturen kann man versuchen, hier mal mit einer antizyklischen Trading-Position hier ein Spielchen zu wagen. Stopp sollte natürlich knapp unter dieser Aufwärtstrendlinie sein, weil wenn die bricht, glaube ich, dass wir hier uns wieder bei 59, 10 Euro sehen werden und diesen Rücksetzer muss man nicht unbedingt mitmachen. Kurzfristig sind wir auch, glaube ich, etwas überverkauft. Wie man hier sieht, dieser kurzfristige Abwärtstrend und hier möglicher Doppelboden. Also spricht schon einiges dafür, dass man hier mal eine Trading-Position versuchen kann. Für den etwas konservativeren Anleger ist es aber nichts? Nee, da würde ich erstmal ein Long-Signal abwarten. Also konservative Anleger sollten hier erstmal vielleicht die Füße stillhalten. Dialog Semiconductor, also eine relativ schwache Aktie. Es könnte auch noch weiter nach unten gehen. Es wäre etwas für die zyklischen, für die risikoaffinen Anleger, für die anderen Anleger. Lieber erstmal Finger weg, dann machen wir mal weiter mit Süß Microtech. Sollte man da eher zukaufen? Ja, bei Süß Microtech ist die Situation im Prinzip ähnlich. Ist ja auch eine ähnliche Branche. Wir haben hier ein mögliches Dreieck, das sich hier herauskristallisiert, eigentlich schon seit im großen Bild seit mehreren Jahren, seit 2 Jahren. Und die Aktie ist allerdings schon an die obere Markierung schon mal herangelaufen, hat jetzt zuletzt auch wieder konsolidiert. Ich denke mal, gelingt der Ausbruch hier nach oben, sehen wir uns zunächst bei 10,50 wieder und dann im weiteren Verlauf glaube ich, dass wir Richtung 12, 13 Euro laufen können. Wie gesagt, Voraussetzung ist dieser Bruch des Abwärtstrends da seit 2011. Im kurzfristigen Bild ist eigentlich diese Bullenflagge hier entscheidend, die jetzt diesen Aufwärtstrend hier nach oben bestätigen muss. Die Aktie ist eigentlich schon ausgebrochen, man braucht noch eine Bestätigung und kurzfristig ist dann dieses Hoch bei 10,50 erst relevant, das ich vorhin schon eingezeichnet hatte. Also wie gesagt, die Bullenflagge ist aufgelöst, Bestätigung, glaube ich, kommt auch und oberhalb von 10,50 kann man auf alle Fälle einsteigen mit Ziel 12, 13 Euro. Wie wir es gerade gehört haben, bis 12, 13 Euro könnte es noch hochgehen bei Süß Microtech. Wir machen mal weiter mit Cancom und der IT-Dienstleister, der hat zuletzt Bestwerte beim Umsatz und beim Ergebnis präsentiert. Wirkt sich das auch positiv auf die Aktie aus? Ja, in der Tat. Also wir haben einen intakten Aufwärtstrend. Grundsätzlich, hier ist alles in Ordnung. Die jüngste Konsolidierung ist eigentlich abgeschlossen. Wir haben auch das letzte Zwischenhoch hier bereits nach oben durchbrochen. Und nächstes Ziel liegt jetzt bei 14,50, 15 Euro. Man sieht es im kurzfristigen Bild auch besser, dass diese
dieses kleine Dreieck hier schon nach oben aufgelöst wurde. Klassisches bullisches Signal in diesem Fall und wie gesagt, die 15, 14 Euro, 50, 15 Euro sind hier das nächste Ziel. Das heißt, hier könnte man jetzt auch sofort zukaufen? Ganz genau. Tja, dann sieht es zwar freundlich aus bei Cancom, hier dürfte man sofort einsteigen als Anleger, sagt zumindest Markus Horndrich. Dann ist der Weg erstmal frei nach oben. Wir schauen uns jetzt mal die Aktie von SGL Carbon an, vom MDAX-Unternehmen. Was raten Sie denn hier dem Anleger? Ja, das ist ein Unternehmen, was etwas Bauchschmerzen bereitet, weil es im Aktienmusterdepot ist vom Aktionär, aber es ist technisch nach wie vor alles in Ordnung. Diese 30-Euro-Marke, die ja nach unten wie ein Bollwerk fungiert und wo hier nichts nach unten geht, ist nach wie vor stabil. Die Aktie hat sich nach einem starken Anstieg zum Anfang dieses Jahres wieder, ja, eigentlich die ganzen Gewinne wieder abgegeben, was eigentlich schon eher gegen die Aktie spricht. Ja, wie gesagt, diese 30-Euro-Marke ist wichtig. Die sollte nicht nach unten durchbrochen werden. Ist das der Fall, glaube ich, dass wir uns dann eher Richtung, ja, 25 Euro orientieren müssen, wo dann die nächsten Auffangmarken sind. Langfristig gesehen glaube ich, dass dieses 30-Euro-Niveau für den Einstieg sehr, sehr gut geeignet ist, weil halt einfach diese Unterstützung sehr solide ist und das Stop-Management man hier sehr gut agieren kann. Langfristig könnte man bei dieser Aktie also durchaus einsteigen. Wir schauen uns mal an, wie die Aktie von KUKA im Moment aufgestellt ist. Der KUKA-Chef wurde zuletzt ja zum Unternehmer des Jahres gekürt. Ob das auch der Aktie hilft, das wissen Sie. Hat es irgendwas gebracht? Ja, ich weiß nicht, ob die Auszeichnung zum Unternehmer des Jahres ihr ausschlaggebend war dafür, dass die Aktie so gut ausschaut. Aber die operative Entwicklung und die, die Chartentwicklung gehen hier gut einher. Wir haben hier solide Aufwärtstrends. Wir haben auch zuletzt diese Rechtecksformation hier, dieses nach oben aufgelöst, Kaufsignal generiert und hier spricht nichts gegen weiter steigende Kurse. Ich gehe davon aus, dass wir uns erstmal Richtung 30, vielleicht auch 35 Euro orientieren werden. Wir haben uns ja jetzt einige Aktien angesehen. Welche ist die interessanteste im Moment von den ganzen? Also ich bin ja zum Beispiel ein Fan von Swiss Microtech. Also hier würde ich selbst eigentlich mal ein paar Stücke ins Depot legen. Markus Horndrich, Dankeschön, dass Sie bei mir waren. Dankeschön für die Analyse. Und das war der Chartcheck schon wieder für heute. Wir kommen jetzt zum Online-Realdepot und zu unserem Gast Michael Schröder. Kaufen, verkaufen, halten. Strategien von Profis für Privatanleger. Das Realdepot, jetzt bei der Aktionär TV. Ja, bei mir zu Gast ist jetzt Michael Schröder von der Aktionär. Schön, dass Sie da sind. Schauen wir doch erstmal auf den DAX. Wir haben neues 5-Jahres-Hoch markiert, dann ist der DAX doch wieder abgestürzt. Glauben Sie, dass wir uns jetzt doch erstmal auf eine Schaukelbörse einstellen müssen? Wir müssen uns jetzt in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten tatsächlich auf eine Schaukelbörse einlassen, aber mit der positiven Grundtendenz, also mit auf Sicht steigenden Kursen. Ich gehe fest davon aus, dass der DAX selbst jetzt hier im Februar noch die 8000-Punkte-Marke in Angriff nehmen wird. Also es wird mit Sicherheit immer wieder Rückschläge geben, aber die Grundtendenz ist positiv. Also es gibt reichlich Gründe, die auch für einen steigenden DAX sprechen. Was denken Sie, wann schaffen wir endlich diese 8000-Punkte-Marke? Also die 8000-Punkte-Marke, wie gesagt, noch im Februar, nicht am 29., sondern vermutlich schon am 27. Februar. Schauen wir mal auf Ihr Depot. Sie haben jetzt 200 Aktien von den Nebenwerten Data Modul gekauft. Woran glauben Sie da? Ja, wir haben hier aus unserer Sicht eine recht günstige Sonderchance genutzt. Die Aktie stand in den letzten 2 Tagen ein wenig unter Druck, aus unserer Sicht zu Unrecht. Wir haben erst Anfang des Jahres über das Unternehmen berichtet, intensiv mit dem Vorstand die Chancen und die aktuelle Situation erörtert. Daher haben wir hier diesen Kursrücksetzer unter die 17-Euro-Marke zum Kauf genutzt. Also wir erwarten hier auch im laufenden Monat noch die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Da bleibt alles weiter im Rahmen. Es gibt keine Probleme bei der Auftragslage. Unterm Strich dürften für 2012 über 2 Euro Gewinn je Aktie erzielt werden. Im laufenden Jahr sollte es mit einem durchaus soliden Wachstum weiter nach oben gehen, umsatzlich zweistellig zu. Beim Ergebnis je Aktie sind wir hier schon vermutlich über 2,15 Euro. Das heißt also, die Aktie ist mit einem KGV von 8 aus unserer Sicht sehr günstig bewertet. Hinzu kommt noch im späten Frühjahr eine Dividende von über 4%. Also alles in allem eine gute Gelegenheit, die wir genutzt haben. Und man sieht es im Chart sehr schön. Wir gehen davon aus, dass der Aufwärtstrend sich fortsetzt, dass wir hier mit dieser Trading-Chance auch durchaus ein paar Prozent Performance erzielen können.
Sie sehen also den Aufwärtstrend. Wie lautet Ihr Kursziel für die Aktie? Also wir hoffen oder wir gehen davon aus, dass wir bis zu den Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr hier die 20-Euro-Marke erreichen. Aber man muss den weiteren Kursverlauf verfolgen. Vielleicht sind auch vorher schon Gewinnmitnahmen unsererseits möglich. Aber insgesamt, Fakt ist, kann man auch abschließend sagen, der Stoppkurs wird schnell in Richtung der 17-Euro-Marke gesetzt, dass wir nicht nochmal ins Minus rutschen. Ihr absoluter Highflyer ist und bleibt aber ein Morphosis Turbo Call Zertifikat. Gibt es da Handlungsbedarf oder bleiben Sie einfach dran? Wir bleiben mit dem im Depot verbleibenden Stücken dran. Performance ist sehr ansehnlich, also der Schein liegt 100% im Plus. Wir haben vor einer Woche oder vor zwei Wochen knapp einen großen Teil der Position Gewinn eingestrichen, um eben neues Kapital zu schaffen. Aber mit dem Rest gehen wir davon aus, dass die Aktie weiter ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzt und auch hier mit dem Schein noch 10, 20, 30% mehr Performance zu erzielen sind in den nächsten Wochen. Nicht ganz so freundlich sieht es gerade bei ThyssenKrupp aus bei Ihrem Zertifikat. Woran liegt es da im Moment? Ja, ThyssenKrupp, da scheiden sich die Geister. Wir zählen, oder ich persönlich zähle natürlich zu den Bullen für ThyssenKrupp. Vieles dreht sich immer, den haben wir schon oft angesprochen, Verkauf der Stahlsparte, zwei Werke in Brasilien und Nordamerika. Gibt es immer wieder Gerüchte, Pressemitteilungen, dass der Vorstand mit den Verkäufen vorankommt. Zuletzt hat der Vorstand auf der Hauptversammlung geäußert, dass er definitiv im laufenden Jahr mit den Verkäufen rechnet. Es gehört dann weiter zur Neuausrichtung des Konzerns. Also die mittelfristigen Perspektiven sehen wir hier sehr positiv. Kurzfristig wird es sehr interessant, weil in der kommenden Woche am Dienstag ThyssenKrupp Zahlen zum ersten Quartal, Geschäftsquartal vorlegen wird. Auch hier sehen wir eigentlich nur positive Überraschungen. Also alles Negative sollte jetzt in den letzten Wochen eingepreist worden, veröffentlicht worden sein. Also insgesamt auf dem aktuellen Niveau weiter ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Wir sind mit dem Turbo zweistellig im Minus, haben aber schon signalisiert hier, dass wir die Sache durchziehen wollen, sprich auch wieder Kurse jenseits der 20-Euro-Marke erwarten, sprich begleitet von guten Quartalszahlen und von deutlichen Fortschritten in Sachen Verkauf der Stahlwerke. Also die Nerven bewahren und das Ding mit einer schönen Performance am Ende durchziehen. Und wird 2013 also das Jahr für Thyssen? Da gehen wir von aus, wir haben es im Aktionär auch in den letzten Ausgaben immer wieder dargestellt, dass ThyssenKrupp eine der Spekulationen für das laufende Jahr ist. Dann haben Sie aber noch andere Werte im Depot, Softing und Dr. Höhne, die treten im Moment so ein bisschen auf der Stelle. Was wollen Sie mit diesen Papieren machen? Wir werden weiter an den Papieren festhalten, auch hier das ähnliche Szenario erwarten jetzt hier in den kommenden Wochen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr und die beiden Aktien sind nicht umsonst bei uns im Depot, hier erwarten wir solide bis gute Zahlen, positive Überraschungen, also ich gehe davon aus, dass die jeweiligen Prognosen klar übertroffen werden und dass dann auch wieder Schwung in die Aktie hineinkommen wird. Und sind Sie denn auch bei Ihrer deutschen Beteiligungs-AG so optimistisch oder wollen Sie da nicht mehr so lange warten? Wir sind optimistisch, ein bisschen enttäuscht, ob der Kursentwicklung, die Aktie kommt, wie gesagt, nicht wirklich von der Stelle. Aber hier haben wir noch das weitere Pfand im März, die Hauptversammlung mit einer stattlichen Dividende, einer soliden Dividendenrendite. Auch hier gehen wir davon aus, dass die Aufwärtsbewegung, man sieht es hier wieder sehr schön im Chart, in den nächsten Wochen wieder aufgenommen wird und die Aktie dann auch neue Höchstkurse ansteuern wird. Schauen wir noch mal ganz kurz auf Ihr Amazon-Zertifikat, ein Turbo-Zertifikat. Das war ziemlich volatil doch in den letzten Tagen und Wochen. Wie geht's da weiter? Womit rechnen Sie hier? Ja, eigentlich mit einer endgültigen Ausrichtung der Aktie nach oben. Jetzt nach den Zahlen, Sie haben es schon gesagt, sehr volatil wie ein Flipper. Durch den Hebel, die Position immer zwischenzeitlich von plus 30%, dann wieder auf minus 20% zurückgefallen. Man sieht, die Anleger konnten die Aktien, die Zahlen bisher nicht richtig einordnen. Aber wir sind sehr zuversichtlich und gehen davon aus, dass sich hier das Ganze auch wieder in neue Höchstkurse auflösen wird. Die Position haben wir bewusst klein gehalten, daher können wir das uns beruhigt anschauen. Haben Sie denn schon irgendwelche Pläne für die Zukunft, irgendwelche Branchen oder schon Titel, die Sie im Auge haben? Wir haben immer spannende Titel, spannende Branchen im Auge, aber wie immer an dieser Stelle, es gibt jetzt mit Sicherheit noch keinen Ausblick auf mögliche Kandidaten für das Depot. Da heißt es weiter, diese Sendung weiterverfolgen, den Aktionär lesen und immer aktiv am Ball bleiben. Dann ist man auf alle Fälle gut beraten. Michael Schröder, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. Ja, und damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der Sendung von der Aktionär TV. In einer Woche sehen wir uns dann an dieser Stelle wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Spaß beim Handeln und sage auf Wiedersehen.